Blue Shell and the Ocean, Playhouse und die Gruppe United Balls. Und die United Balls. Hi, my name is Reverend Willie Lee Self. I play guitar and I attempt to sing in a band called Montana Blue. Mein Name ist Leon. Ich habe vor 5 Jahren mit dir die Band Montana Blue gegründet und ich bin Bass. Hallo, ich bin Rüdiger und ich spiele Gitarre. Hi, ich bin Peter und ich spiele Drums. Montana Blue ist eine der wenigen leidenschaftlich spielenden Gitarrenbands. Montana Blue macht Musik aus dem Herz, aus dem Bauch. Sie spielen leidenschaftlich Gitarre, sie singen, sie machen Live-Musik, sie programmieren keine Musik. Das sind Dinge, die ich sehr schätze an Musik und deshalb kümmere ich mich um die Band. Überhaupt das Wichtigste bei dieser Montana Blue LP. Dieter Krauthausen, der Toningenieur. Und das Wichtigste an Dieter? Das Ohr. Ich bin der Geschäftsführer von Public Records, der Plattenfirma von Montana Blue, die wir auf unserem Label Pinpoint veröffentlicht haben. Public Records besteht aus mehreren Labels, mehreren Unterabteilungen. Pinpoint ist das, wo Gitarrenmusik veröffentlicht wird. Dann habt ihr eure zweite LP gemacht. Ja. Und ihr habt sowas wie einen Major Deal bei einer Plattenfirma. Hat man Probleme, die Identität der Band zu wahren, wenn man zu einer großen Plattenfirma kommt? Solange du genau das durchsetzen kannst, was du willst, verlierst du deine Identität nicht, weil du tust, was du willst. In dem Moment, wo dich versucht, einer an den Karren zu pinkeln, musst du entweder sagen, das geht nicht, oder du musst klein beigeben. Und wir haben es nicht gemacht und deswegen geht's. Also man verliert sie nicht. Man verliert sie nicht? Nee. Ihr macht noch genau das, was ihr vorher gemacht habt? Wir machen genau das, was wir vorher gemacht haben und nichts anderes. We were real surprised. Our situation is really much better since we've left the Dinosaur Company. Eine Devise unserer Plattenfirma ist, dass wir uns sehr wenig in die musikalische Entstehung oder in die musikalische Arbeit der Bands hineinmischen. In dem Falle von Montana Blue wurde uns eine fertige Produktion angeboten. Zweites Album habt ihr Conny Plank gewidmet. Warum? Yeah, well, because he passed away in the last year and he did such a good job producing our first record for us and really sort of was quite a driving force behind the band for a little while. Schlussfrage an euch: Was macht ihr mit der ersten Million, die ihr verdient habt, mit euren Platten? Kaufe ich eure Sendung und entlasse euch alle. Detlef Wiederheft, du sorgst hier für den guten Ton bei Montana Blue heute Abend. Wie bist du zu dieser Band gekommen? Ich habe die Gruppe kennengelernt vor ungefähr 4 Jahren beim Conny Plank im Studio. Der Conny hat sich damals dafür entschieden, diese Gruppe zu produzieren. Das ist schon sehr außergewöhnlich.